Guten Morgen, Leute. Heute ist der erste Tag der Detox-Kur. Ich muss sagen, es geht mir erstaunlicherweise sehr gut. Ich bin heute Morgen auch sehr gut aus dem Bett gekommen. Ich bin immer noch etwas angeschlagen. Das heißt, ich habe Husten, Halsschmerzen und Schnupfen. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Ich trinke jetzt heißes Wasser mit einer ausgepressten Zitrone. Es ist sehr sauer. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Es ist einfach so sauer. Regina hatte sich noch einen Löffel Honig reingemacht, aber es ist ja theoretisch Zucker. Und das darf man ja eigentlich nicht. Deswegen, ich weiß nicht. Dann habe ich jetzt schon fast aufgegessen, und zwar esse ich. Ich esse ein Vollkornbrot mit Hüttenkäse und habe mir Tomaten drauf gemacht. Ich muss sagen, bei dem Vollkornbrot ist doch Weizenmehl drin, und eigentlich darf ich kein Weizenmehl. Vollkornbrot enthält ja immer Spuren von Weizenmehl. Deswegen kann ich dagegen ja eh nichts machen. Aber deswegen habe ich mir auch gesagt, dass ich deswegen jetzt hier kein Honig reinmachen will, denn so verstoße ich ja, sage ich mal, schon gegen eine Regel, weil hier schließlich Weizenmehl drin ist. Ich hätte ja auch Pumpernickel nehmen können, da ist auf jeden Fall definitiv kein Weizenmehl drin, aber es ist mir zu spät eingefallen und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gegessen hätte und ob mir das überhaupt schmeckt. Ja, natürlich würde ich lieber eine Tasse Milch trinken, und ich weiß auch gar nicht, weil man darf ja keine fettigen Milchprodukte bei diesem ganzen Ding hier. Ich meine, das Brot und alles schmeckt ja ganz gut, also da habe ich jetzt kein Problem mit. Aber da habe ich ja keine fettigen Milchprodukte da. Aber sag ich mal so, an Milch trinke ich eh nur die 1,5er Milch. Und ich mag ja diese 3,5 oder was das ist, die mag ich ja gar nicht. Und deswegen weiß ich aber nicht, ob ich die 1,5er Milch trinken dürfte. Weil heiße Zitrone ist auch nicht gerade geil. Und deswegen würde ich lieber eine Tasse Milch trinken. Aber ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Und ich habe mich da auch noch nicht informiert. Deswegen, ich muss euch eins sagen. Gestern ist meine Motivation und meine Laune sehr gesunken. Ich hatte ja eigentlich sau die gute Laune und super Motivation. Und dann musste ich das Glaubersalz nehmen. Und ja, dann ist es ziemlich gesunken. Wenn ich mir überlege, weil ich habe mir so gesagt, ja, wenn das hier alles hilft und so, dann kann ich das ja irgendwann nochmal machen. Und dann, als ich dieses Glaubersalz getrunken habe, dachte ich so, oh nee, das Glaubersalz will ich nicht nochmal nehmen. Ey, ist so eklig. Ja, also deswegen habe ich dann so gedacht, ich glaube, dann mache ich das nicht nochmal. Oder ich hänge da gleich noch eine zweite Woche mit dran an diese Detox-Kur. Aber nee, ich glaube nicht. Ich werde es ja sehen. Also bis jetzt finde ich, ist okay. Meine Stimmung ist... Also ob ich irgendwelche, fangen wir erstmal mit der ersten Frage an, und zwar habe ich irgendwelche körperlichen Schmerzen oder irgendwelche Gebrechen. Ich habe leichte Kopfschmerzen. Durch das Glaubersalz hatte ich gestern keine, muss ich sagen. Ich habe jetzt nur leichte Kopfschmerzen, aber es geht, es ist noch erträglich, man hält es aus. Wie sieht meine Laune aus? Bis jetzt habe ich noch recht gute Laune, muss ich sagen. Aber sie ist auf, sagen wir, 8 bis 9, da ich sowieso etwas krank bin, und da ist die gute Laune sowieso immer ein bisschen tiefer. Aber ich glaube, ich habe trotzdem noch so gute Laune, weil es einfach daran liegt, weil ich morgens keinen Kaffee brauche, so wie andere Leute. Weil einige Leute brauchen ja morgens einen Kaffee, um in Fahrt zu kommen, und das ist ja bei mir nicht so. Deswegen habe ich, denke ich mal, so recht gute Laune. Meine Motivation, muss ich sagen, ist trotzdem noch irgendwo auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, immer noch bei einer 10. Abgesehen jetzt von der Sache hier mit dem Zitronenwasser. Ich glaube, das schütte ich jetzt weg. Nee, also... Bah. Ich glaube, morgen früh trinke ich wahrscheinlich nur Wasser zum Frühstück und lasse diese Zitrone weg. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich Milch trinken darf, weil ich verstehe, ich habe mir ja aufgeschrieben, keine fettigen Milchprodukte. Aber die Milch, die ich trinke, ist theoretisch nicht fettig.
Ich weiß es nicht. Ich zeige euch einfach mal, was ich mit in die Schule nehme. Auf jeden Fall trinke ich in der Schule Wasser, das ist ganz klar. Ich hatte erst überlegt, noch Gemüse mitzunehmen, aber ich habe mir das gestern Abend nicht vorbereitet und jetzt hätte ich dafür keine Zeit gehabt, mir Gemüse, mir das alles klein zu schnippeln. Deswegen werde ich das wahrscheinlich heute Abend machen, damit ich das dann im Kühlschrank mache, damit ich dann morgen für die Schule was habe. Mann, warum bin ich dann immer unscharf? Also ich nehme auf jeden Fall einen Apfel mit. Ja. Weil irgendwas muss ich ja mitnehmen. Dann nehme ich halt eine Birne mit. Und ich nehme eine Banane mit. Meine Mama hat eigentlich gesagt, ich soll zwei mitnehmen. Da ja Banane so stopft und dann werde ich wenigstens satt. Nein, mache ich jetzt nicht, weil ich in dieser Büchse keinen Platz weiter habe für mehr. Ich habe erst überlegt, ob ich dann noch da noch ein bisschen Gemüse mit reinmache, ob ich mir eine Möhre noch mitnehme oder so. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das müsste ich wahrscheinlich. Oder für eine Paprika hätte ich aber Zeit. Wartet mal. Ich habe mir jetzt nochmal eine Paprika rausgeholt. Die werde ich jetzt aufschneiden und werde die doch noch damit reinmachen, damit ich auch Gemüse mitnehme. Weil die würde ich jetzt noch reinkriegen. Und ich glaube, die ist ein bisschen schneller, kriege ich ein bisschen schneller geschnitten als das andere Gemüse. Also ich hätte jetzt noch da an Gemüse, weil ich esse ja nicht viel an Gemüse, aber ich hätte noch da Möhre und das dauert mir jetzt mit dem Schälen zu lange. Und ich hätte noch da und dann hätte ich noch da Kohlrabi und da weiß ich jetzt nicht ganz, wie ich das schneiden muss und alles. Und dafür hätte ich jetzt auch keine Zeit mehr, deswegen werde ich mir jetzt diese Paprika noch klein schneiden und werde die noch mit reinmachen. So, ich habe mir jetzt noch die Paprika klein geschnitten, werde sie jetzt auch mit in die Box machen, damit ich wenigstens etwas Gemüse habe. Ja, frag mich mal, wie ich das mit in die Box machen will. Ich muss die sogar noch kleiner machen. So, wenn sollte heute noch irgendwas Spannendes passieren, werde ich es wahrscheinlich mit meinem Handy aufnehmen. Oder ich werde es euch morgen sagen, aber ich glaube, ich werde es dann wahrscheinlich mit dem Handy aufnehmen und euch mit dem Handy das sagen. Oder dass ich nach der Schule es nochmal aufnehme und euch sage oder wie auch immer. Ja, weil ich werde meine Kamera auf jeden Fall nicht mit in die Schule nehmen. Das werde ich dann mit Handy filmen oder mal schauen. Gut, so sieht jetzt meine Box aus. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal alles. Und mal sehen, hoffentlich werde ich davon satt. Und hoffentlich ist meine Laune nicht sau schlecht in der Schule. Werde ich ja sehen. Und mal gucken, wie die Konzentration ist. So Leute, ich bin jetzt zu Hause. Ich wollte euch ja ein bisschen erzählen, wie mein Tag war. Also ich war den ganzen Tag müde, beziehungsweise ich bin es immer noch. Ich weiß aber nicht genau, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, von wegen mit dem Detox-Kur-mäßigen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich glaube eher, dass es damit zu tun hat, erstens, weil ich heute Morgen viel früher aufgestanden bin als sonst. Und außerdem waren ich heute eh in der Schule voll viele sehr müde. Und ich war auch sehr unkonzentriert heute. Das waren aber auch einige heute. Deswegen weiß ich nicht, ob das was mit der Detox-Kur zu tun hat. Oder ob es was einfach nur so, weil es bei allen so ist. Oder vielleicht hat es ja auch damit zu tun, weil ich halt krank bin. Deswegen kann ich das nicht genau einschätzen. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich ein Hähnchen machen. Also ein Stück Hähnchen. Also eigentlich soll man ja keine Tiefkühlkost essen, aber Hähnchen ist ja was anderes. Ich denke mal nicht, dass ich mir dann hätte was Frisches holen müssen. Ich habe das jetzt schon mal aufgetaut. Gestern Abend habe ich das schon mal rausgeholt. Ich werde mir das jetzt machen, das Hähnchen. Ich habe erst überlegt, ob ich einen Salat mache, wo ich dann das Hähnchen reinschneide. Aber das wäre mir jetzt zu viel und ich will jetzt auch nur das Hähnchen essen. Und dann esse ich, glaube ich, heute gar nichts mehr. Und wenn ich zwischendurch ein bisschen was essen will, dann esse ich vielleicht Nüsse oder so. Aber ansonsten esse ich heute gar nichts mehr. Das ist wirklich, das reicht vollkommen aus. Ich fand, das war sehr viel Obst. Aber, und auch Gemüse natürlich. Aber ich glaube, wenn ich mir weniger mitgenommen hätte, wäre es scheiße gewesen, weil es dann wahrscheinlich am Ende vielleicht zu wenig gewesen wäre. Aber vielleicht wäre es auch genug gewesen. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir das Hähnchen machen. Ihr seht, ich bin, was die Laune angeht, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das wirklich so rüberkommt, denn ich bin wirklich total durch. Ich bin müde und Kopfschmerzen sind nur noch ganz, also heute Morgen waren sie auch kaum da, es war ja auch nur ganz leicht.
zwischendurch in der Schule waren sie weg, jetzt sind sie wieder ein bisschen da, was ich glaube, ich hatte einfach, ich bin saumüde und Ich habe noch vergessen zu sagen, heute war es in der Schule eigentlich nicht so schlimm mit dem anderen Essen. Es war halt nur so, heute hatten irgendwie voll viele Brötchen dabei und es war so ein bisschen, wo ich schon so dachte, oh, Brötchen, das wäre jetzt auch ganz geil. Und dann haben wir uns so über Schokolade unterhalten und das war dann auch so, wo ich so dachte, scheiße, jetzt ein Stück Schokolade wäre auch geil. Das war das Einzige, was mich halt ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, ich ziehe das mit der Detox-Kur hier jetzt durch, weil ich will mich jetzt auch nicht, ich stelle mich ja nicht vor die Kamera und sage euch ja, so und so mache ich das. Und am Ende sitze ich aber auf dem Sofa und esse dann wie die Verrückte irgendwas, weil ich will mich ja auch nicht selbst betrügen. Und deswegen, mache es ja einfach, um es selber mal auszuprobieren. Und ja, ich werde jetzt mein Hähnchen essen. Tomate essen, ein wenig Hausaufgaben machen und mein Video hochladen und vielleicht gehe ich heute so früh schlafen, weil ich einfach so durch bin. Eingefallen und zwar, ich habe gestern in meinem Video gesagt, dass das nur für, also dass die Detox-Kur dafür da ist, dass man halt, wenn die Haare kaputt sind, wenn man ständig müde ist oder die Haut halt so rumspinnt, und da habe ich was vergessen zu sagen, und zwar ist es auch dafür da, falls man brüchige Nägel hat. Also das ist ja bei mir auch der Fall, deswegen mache ich halt auch diese Detox-Kur. So, ich hoffe, euch hat der erste Tag gefallen und würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Ciao!